Ja, hi. Guten Tag. Sehe ich auch so aus? Du hast ein Schnurrbart. Du auch. Okay, dann sind wir Zwillinge. Unser Drilling sitzt da hinten. Oh Gott. Okay, also kennst du das Spiel? Nicht im geringsten. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich am Anfang nur Glück hatte oder ob ich das Spiel verstehe. Also du kannst dir, warte mal, hier links und rechts sind so Zettel. Ich empfehle dir, lies das Englische. Also ich verstehe es so. Wenn du keine Anomalie findest, gehst du gegenüber rein. Und wenn du eine findest, dann gehst du wieder zurück, da wo du herkamst. Okay. Okay, also wir können uns das jetzt hier angucken, ja? Ja. Okay. Und ich glaube, ich hatte am Anfang einfach nur Schweine. Also das Spiel ist komisch. Ich bin sogar bis Etage 10 gekommen, obwohl ich irgendwie nur auf gut Glück geraten habe. Okay. Das ist unser... Hey, Bro. Bro. Ich habe eben gelesen bei den Controls, dass man mit E interagieren kann, aber wahrscheinlich nur da, wo E dran steht, denke ich. Denke auch dann. Ich finde es sehr lustig, dass es sich anhört, als hätten wir Stöckelschuhe an. Ja, das sind vielleicht keine Fliesen, vielleicht ist da so Luft drunter. Das könnte sein. Okay, sind wir bereit und versuchen es, oder? Ich denke schon. Also ich bin ja schon ein paar Mal da durchgelatscht. Ist auch die Frage, kann man sich gegenseitig zurücklassen? Du hast gedrückt? Ich habe nicht gedrückt. Das heißt, du hättest mich auch zurücklassen können? Vielleicht. Puh. Oh, jetzt das Ganze rückwärts, ja? Ja, ja. Was ich anfangs für eine Anomalie gehalten habe und einfach weiter bin. Und es war richtig, aber es war wahrscheinlich dann irgendwas anderes. Also ich weiß noch nicht, wie klein diese Anomalien sein können. Ich hatte halt hier den Kalender geguckt, aber da war nie was. Mit unserem Bruderherz war auch nie irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob Geräusche da irgendwie mit zuzählen. Okay, das sieht gut aus, oder? Ja. War es schon immer 6 Uhr? Halb sechs? Halb sieben? Nee, halb sechs. Ja. Halb sieben war richtig. Okay, dann drücken wir. Es hat dann gemacht. Oh oh. Aber vielleicht, weil ich zweimal gedrückt habe. Es scheint richtig gewesen zu sein. Könnte auch machen, einer guckt links, einer guckt rechts. Ich höre Geräusche. Ist die Smarty Party noch vollständig? Weiß ich nicht. Okay, zwei Feuerlöscher, die Palme ist da. 3, 6, 7, 9 und 4. Das macht zwischendurch so Geräusche, so klick-klick oder so wie so Stromknistern. Oder bist du das? Geh mal einen Schritt. Den Moonwalk. War ich auch den Moonwalk? Ja. Okay, aber das sieht alles. Ja. Und auch das mit dem oberen Knopf habe ich auch irgendwie nicht kapiert.
Okay, es ist. Da ist eine Anomalie. Was denn? Die Uhren, geradeaus, oh. Über die Tür. Ich komm zurück. Also dann wieder E, ne? Das untere E, ja. Ich würde das auch für eine Anomalie halten. Siehst du's? Ja. Genau, das wollte ich eben sagen. Es sind andere Anomalien als bei meinem Run. Sollte es mir zu denken geben, dass mein Mikrofon nicht leuchtet? Nein. Aber es wird erkannt. Du sagst auch eindeutig was. Du hörst mich über ein anderes Mikro. Ah. Warte einmal ganz kurz. Ich skippe einmal hier rüber. Ich verlasse dich nie wieder. Okay. Einer links. Das war aber auch wirklich gruselig. Das war ekelhaft. Einer links, einer rechts? Ja. Yeah. Ist das mein Mikro hochgewandert? Was ist denn hier? KW. Okay. Wir gehen nie wieder ohne einander raus. Ja. Gott, ey, das Bild kriege ich bestimmt die ganze Nacht nicht mehr aus meinem Kopf. Was ich leider YouTube nicht zeigen kann, weil die Aufnahme zerstört. Oder wir machen ganz zum Schluss einmal beende ich die Aufnahme ganz brav, dann mache ich eine neue und dann verlassen wir uns. Alles klar. Und zeigen wir, was cursed ist, ja? Mhm. Wir können gleich wieder zurück. Die Türen haben Zahlen. Okay. Ich habe versucht, an denen vorbeizurennen, aber es hat nicht funktioniert. Hm. Ich habe ja auch sofort den Aufzug gedrückt, sodass sie nach unten stecken geblieben sind, aber sie sind auch nicht stecken geblieben. Nicht die Mülleimer gemerkt. Ne, ich auch nicht. Okay. Also ich glaube, es ist alles okay. Wir machen das jetzt ab sofort so. Der Letzte, der den Aufzug betritt, der drückt aufs Knöpfchen, okay? Okay. Ich fühle mich schon doof, wenn die Tür hier aufgeht, ne? Ich hatte, glaube ich, eine, die spalt aufgegangen ist und dann habe ich mich nicht mehr getraut, hinzugehen. Aber jetzt finde ich es noch beunruhigender, dass ich zu dem lachenden Kerl hingegangen bin. Weil ich da ja dachte, okay, der kann mir nichts, aber dass diese Viecher da... Sing-Sing machen? Ja, Sing-Sing. Ab mit dem Kopf! Oh, herrlich. Ob ich das überhaupt auf YouTube zeigen darf? Entschuldigung, ich muss immer lachen, wenn sich jemand anders erschreckt. Den kannte ich aber schon. Ich nicht. Es hat I gemacht. Ja, ich weiß. Ich habe das auch gesehen. Ich habe zwar woanders hingeguckt, aber es wurde mir auch gezeigt. Ah.
Es hat ein I gemacht und dann hast du I gemacht. Ach Gott, ey. Wir können gleich zurückgehen. Ja. Ja. Gott, ey, ich krieg schon Angst. Ich krieg jetzt schon Angst, wenn die Tür aufgeht. Ich dachte gerade, du wärst weg. So hinter mir gestanden. Oh, nee. Oh, Flopschi, wie soll ich heute Nacht schlafen? Mit Augen zu. Du hast mich gefragt, sollen wir das spielen? Sag mal, war das schon vorher hier so leer? Meinst du, da fehlt ein Mülleimer? War da nicht ein Mülleimer? Oder irgendwas? Das ist deine Seite. Ja, bei deiner ist auch so leer. Ich glaube, das war so. Ich weiß es aber nicht. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob wir jetzt in welcher Etage wir sind und ob das richtig war. Es war richtig. Okay. Meine Blutlache zu übersehen war ja auch schon schwierig. Okay. We will find out, huh? Ich habe mir schon wieder die Mülleimer nicht gemerkt. Es gibt 666 Etagen. Tja. 10 Minuten. Und tschüss. So viele Feuermelder braucht auch kein Mensch. Sicher, sicher. Das war mehr als... Schau mal vor, die gehen alle los. Um Gottes Willen. Muss auch so, dass meiner Seite, ich war verwirrt. Irgendwann laufe ich hier seitlich mit meinem Stühlezähl. Ah, tschüss. Okay. Und laufe in irgendwas rein, wollte ich sagen. Wolltest du nicht wissen, was passiert? Nein. Oh. Nachher wären die uns wieder da reingesprungen. Gott, ey, das ist ja schlimmer als jedes andere Spiel in der Richtung, was ich kenne. Es erinnert mich an das Spiel mit dir auf dem Live-Kanal, ja? Aber das hier finde ich schlimmer. Warte mal. Der lacht wieder, ne? Ja, der lacht. Okay, nee. Habe ich ihn in der ersten Aufnahme drin? Weiß ich nicht. Ich hab, okay. Für YouTube. Für YouTube! Okay, das reicht. Krem. Er hat Happy Pills genommen. Ich guck schon mal ganz vorsichtig erst um die Ecke, bevor ich nur einen Schritt mache. Aber guck mal, das Spiel, das kannst du in deinen nächsten Streams immer und immer wieder spielen. Yay! I'm so happy! Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So kannst du mit deiner Community integrieren. Immer andere drei Leute, die mitmachen. Also ich wäre ja dann für Flausch und Flausch und Flausch. Mhm. Damit jemand dreimal keine Ahnung hat. Mit dir macht aber auch alles dreimal so viel Spaß. Ja, jetzt hör aber auf. Ich hätte gern hier einen Kaffee. Ja. Heißt Espresso Doppio und nicht einfach ein doppelter Espresso? Wahrscheinlich. Con Panna, Panna. Was heißt nochmal Panna? Das wusste ich auch mal. Mit. Con heißt mit. Mit.
dazu denke ich dann irgendein Waffelteig. Das kann ich richtig sagen. Wir können zurückgehen. Warum? Dreh dich mal um. Oh, wie spät ist es? Es ist sechs. Es ist halbe, wir müssen gehen. Halbe, wir müssen gehen. Kurz vor, ich verreck gleich. Und tschüss. Oh ja, nee. Aber wollen wir, warte. Ja, für YouTube? Du bleibst hier und stehst mir nicht im Weg. Bist du Wahnsinns? Ich renne gleich. Warte, kann ich rückwärts rennen? Ich kann nicht rückwärts. Ja, kannst du. Nee, ich kann nur rückwärts laufen. Nur gehen. You can do it. Für YouTube. You can do it. Okay, ich komm, okay. Da ist eine neue aufgegangen. Jetzt du? Wenn ich jetzt verrecke, ne? Ich bin hinter dir, ich bin direkt hinter dir. Ich bleib hier an der Tür stehen. Oh, jetzt ist da vorne einer aufgegangen. Ausgerechnet in unserem Fluchtweg. Ich renn schon was. Ja, okay, jetzt ist gut. Wir gehen, ja? Ja. Wir haben genug mit den Türen gespielt. Die Türen wachsen zu. Okay. Also wenn es 666 Etagen gibt, gibt es potenzielle auch mindestens 666 Anomalien. Na, es gibt ja auch fehlerfreie Level, ne? Ich habe in meinem Beschreibungstext steht das tatsächlich auch drin. Also es gibt, glaube ich, verdammt viele, aber ich weiß nicht mehr, wie viele. Aber das Spiel muss doch verflucht sein, wenn das alles hat zum Absturz gebracht. Außer das Spiel selbst. Das Spiel war noch da und alles andere ist abgestürzt. Das ist creepy. So, 3, 4, 5. Wir können zurück. Das Exit-Shit ist toll, oder? Ja. So sehen wir auch aus. Run! Ja! Hast du es mich umgelaufen? Ich hab gerade noch mal gucken, wo wir gleichzeitig versuchen, durch die Tür zu gehen und stecken bleiben. Ja. Ja, ich. Also, willst du dahin? Also, ich. Nee, ach, nicht unbedingt. Schwarze Löcher, ne? Mir recht, dass ich Leute mit schwarzer Seele kenne. Können uns ein neuer Rekord. Das stimmt. Das ist Kaffee erlängert. I don't know. Das ist schon mal schön, dass er auch zählt. Hat geklopft. War bestimmt ein Fußschritt. Schön, dass er auch zählt, wenn wir halt rückwärts gehen. Mhm. Und? Yay! Yeah. No! Nee. Nein, drück!
Nicht die schon wieder! Hab gedrückt, ich hab gedrückt! Wieso ist das Bild schwarz? Was ist jetzt los? Warum ist das Bild schwarz? Weiß ich nicht. Wo sind wir? Wo bist du? Du bist noch da, okay. Oh, wer ist, ist das ein Kackebaby? Oh mein Gott. Hä? Ich glaube, ich bin tot. Hätte ich wegrennen müssen? Bist du, lebst ich glaub, du noch? Wir hätten wegrennen müssen, nein. Ich kann wieder rennen. Jetzt rennen! Okay. Es hat mich schon wieder... Hä? Nein! Was ist denn was? Ich habe keine Ahnung. Rennst du getrennt von mir? Nein, ich bin direkt hinter dir. Lauf vielleicht woanders lang, damit er nicht weiß, wohin. Oh. Nein, er hat uns beide gekriegt. Hä? Ich versuche im Zickzack zu laufen. Das klappt, glaube ich. Guck's die ganze Zeit an. Du guckst es an? Bewegt sich das dann nicht, oder was? Doch. Aber nicht so schnell. Ja, oh Gott. Kannst du mich lotsen? Nee. Was ist aber nicht, was ich hier tue. Bist du schon im Aufzug? Ja. Jetzt ja. Ich weiß nicht, wo rückwärts, wo ich hier durchkomme. Ich kann es aber von hier aus angucken. Weiß nicht, ob das hilft. So ein Kacke-Baby. Ich komme hier nicht durch. Hier ist so eine Reihe Betten. Da. Ja, da musst du bis an den Rand und dann einmal rum. Hat er sich jetzt festgepackt? Weiß ich nicht. Bei mir bleibt er an einer Stelle stehen. Ach so, meinst du, dass es daran liegt? Weiß ich nicht. Ja, du bist aber gut. Du bist gleich da. Nur noch da rum, glaube ich. Ich traue mich nicht wegzugucken jetzt. Ja. Drück den Knopf, drück den Knopf! Escape von der Statue. 666. Yes. Flur 66? Auf, wieso sind wir auf 100? Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt speichern? Nee. Ob er irgendwie speichert? Ich weiß es nicht. I don't know. Wir sind auf 100. Oh, das war creepy. Ja. Hier, mein Puls ist auf 180. da hinten ist eine Tür offen. Ja, dann bleiben wir doch direkt hier. Sollen wir einmal reingucken? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt auf 100. Geh mal gucken. Und unser Bruder ist nicht mehr da. Ist er vielleicht in der Tür? Was machst du da? Geh nicht so da ran. Oh Gott. Das ist ein Patientenzimmer. Kann man da reingehen? Ja. Sollten wir das tun? Geht das zu, wenn ich da jetzt auch reingehe? Da ist unser Bruder. Ist das jetzt Anomalie oder richtig? Vorher war auch kein Patienten zu. Nee, ich traue der Scheiße nicht. Nee. Pass auf, und dann sind wir auf 1, wetten. Aber was sollen wir denn da tun? Ich glaube, ich habe auch irgendwas von Checkpoints gelesen. Es ist immer noch 100. Dann ist das so richtig. Dann ist das ein Checkpoint. Ja, und was heißt das? Dass uns das Zimmer jetzt auch merken müssen wohl. Ja, aber dann wäre es doch jetzt nicht weitergegangen, oder? Puh. Hier schon wieder das gleiche blöde Bild. So, ich wollte gerade sagen, es ruckelt. Nee, du stehst nur da. Aspirin. Okay. Jetzt 3, 2, 3. Wie geht's dir?
Okay, also jetzt einfach in den weiteren, oder? Ist es tatsächlich so? Jetzt ist die Tür einfach weiterhin offen. Jetzt müssen wir uns die auch noch merken. Die ist auf deiner Seite. Na danke. Ich komme gleich auch noch mal da rein. Wenn ich hier meine Stühle gezählt habe. Vorhin noch so eine Paste. I don't know. Was machst du da? Hast du gerade was gegessen denn echt? Nein, nein, ich habe mein Headset eingesteckt. Ach so, das klang, als hättest du irgendwie leise einen Apfel gebissen und ich wusste nicht, ob du das willst oder hier. Nein, nein, ich habe nur mein Headset eingesteckt, weil es gerade sich gemeldet hat, bevor es dann weg ist. Aber kannst du dich erinnern, ob da so ein Herzmonitor war in dem Raum? Ja, da müsste einmal 100 stehen und ganz unten 37,2. Okay, und auf dem Tablett davor war da auch so eine Senftube hier? Ich weiß es nicht. Okay. Let's hope. Okay. Bitte nachreden. Wir gehen wieder. Warum? Lauf! Einfach! Okay. Da oben, guck mal auf den Bildschirm. Okay. Ist das live? Bewegt er sich? Der bewegt sich? Du bist dir auch einig, ja? Wir gehen. Ja, ja, ja. Waren die Bilder alle schon an der Wand? Ich meine, nein. Oh. Geh mal rein und dreh dich rum. Ich glaube, das soll nicht so sein. Nope. Oh, das ist eine coole Anomalie. Ja. Wer weiß, vielleicht hätte sie uns auch angesprungen, wenn wir länger da gestanden hätten. So wie die kopflose Frau, ja? Ja.
Irgendwann muss doch mal was mit dem Kaffee sein. Kommst du? Ach, run, run, run. Okay, okay, okay. Gut. Ich wollte gerade noch sagen, ja, sieht doch eigentlich alles recht normal aus hier. Oh, können wir ja mal weitergehen. Okay. Da fehlt nicht irgendwann mal eine Pillendose oder so. Die Stühle haben sich auch bisher nicht verändert. Na, wer weiß, wir haben ja noch einige Etagen vor uns. Gott, ich hoffe, es kommt nicht wieder so ein creepy Checkpoint. Schon immer eine Pflanze in der Ecke? Ich weiß nicht. Wir hoffen einfach mal. Mit Pflanzen haben die auch keinen Scheiß gemacht, ne? Als der auf dem Krankenhausbett gesessen hat, war ich größer als er. Und jetzt, der ist sehr groß, oder? Ja. Der ist doch viel zu groß für den Stuhl. Kann es sein, dass wir schrumpfen? Wir schrumpfen! Oh Gott, du warst gerade nur so groß wie mein Knie. Du auch. Oh Gott. Wie konnten wir das nicht bemerken, dass wir so klein waren? Ob wir es spätestens im Fahrstuhl gemerkt hätten, wurde es gerade dunkler. Wenn wir im Fahrstuhl wieder größer geworden wären. Hier, guck, jetzt ist er nämlich, jetzt bin ich wieder größer als er. Ja. Aber er guckt mir hinterher. Und tschüss. Ich wusste, mit dir klappt das viel besser. Ich dachte gerade, die Kn... Hast du mir gerade eine gescheuert? Ich glaube schon. Leute, ich kann dich hauen. Wieso das denn? Es ist gerade aus Versehen passiert. Doch mal, schubst du nicht da raus. Ich will da nicht alleine raus. Ich will da nicht alleine raus. Oh Gott, ey. Das ist ein Horrorspiel. Bisschen ernst hier. Bist du eine Nackenschelle? Da schubst sie mich einfach. Ich glaube, ich habe eine Anomalie. Ja. Der Wagen, der stand vorher nicht davor. Ich glaube eher, dass die Tür da vorher nicht war, oder? Oder so. Auf jeden Fall ist es nicht gut. Oh. Herrlich. Ich habe nicht mehr so viel zu trinken, ja. 108! Ja, ich glaube, die Tür war vorher nicht. Gott, mein Kopf kribbelt schon so komisch. Mir tut der Hals weh vom Lachen. Nein, wir gehen. Warum gehen wir wieder? Guck dir mal den Wasserkanister an. Okay. Vielleicht ist das, wenn man so... Geh aus dem Weg, ich muss hier rein.
In einem Weg steht, damit nichts passiert, so puff, geh weg. So puff, ne? Ja. Nicht auf, da stand das Spiel gerade abstürzen. Stimmt. Vorsichtig um die Ecke, Luki, Luki. Nope. Nope. Auf so vielen Ebenen, no. Ich hab's gehört, aber ich wusste nicht, woher es kam. Gott, du glaubst doch wohl nicht, dass wieder bei Stufe 116 wieder so ein Ding kommt, oder? Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich sitze sehr gerade. Im Echt? Moment, ich, ja. Ich hier wie so ein Schluck Pudding in der Kurve. Nee, ich bin sehr aufrecht sitzend. Ich gucke auch tatsächlich immer mit dem Kopf selber so um die Ecke, ob da nicht wirklich was kommt. Also unbewusst, ja, das Spiel ist echt gruselig. Mhm. Ich weiß nicht, was auch gruselig ist beim Zuschauen, aber beim Spielen. Und tschüss. Was denn? Manch bei dir nichts? Jetzt ja, ich will nicht wissen, was das ist. Gut, ich auch nicht. Also hast du das nicht, den Apfel gegessen? Nein, ich habe keinen Apfel gegessen. Und drück. Gosh. Dreimal eins. Also. Oh. Dass das Spiel so wenig Liebe hat, verstehe ich nicht. Das ist großartig. Tja. I love it. Ich habe ein bisschen Schiss in diesem Raum. Lauf, 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 lauf. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt der denn her? Ich weiß es nicht. Ich bin auf einmal da. Oh Gott. Oh Gott. Drück auf den Knopf. Du warst die Letzte. Alter! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wo der herkam. Ich hab Kaffee geguckt, aber er war da. Ich will da nicht raus. Ich auch nicht! Aber weißt du was? Viel Spaß! Tschüss! Spinnst ja wohl! Ich zähle einfach Pillendosen und dann kommen mir so Viecher. Der muss dir doch entgegengekommen sein. Nein! Ich guck jetzt nochmal Kaffee. Tschüss! Warum? Kann ich reingucken? Ja, du kannst reingucken. Oh. Ja, nee. Okay, überzeugt. Also das macht mehr Spaß als Observation Duty, weil du in Observation Duty dich nicht selber bewegen kannst, so. Ja, das finde ich auch. Und du hast kein Time Limit, glaube ich. Pro Raum. Ja, vielleicht wirst du sonst irgendwann doch getötet. Ja gut. Ich kann diesen Raum nicht leiden, ne? Mhm. Aber tatsächlich mal einen normalen Gang. War hier vorher schon dieser Vorhang? Ja. Was denn?
Dann bist du rückwärts. Ich hab nur noch mal kurz geguckt, ob da wirklich noch Fire Extinguisher diesmal steht wieder. Ich glaube auch. Beten. Ja. Yay! Warum war da gerade kurz eine 15? War's das? Ganz kurz. Gehst du? Passt nicht zu zweit. Hau dich weg. Es ist voll ungewohnt, von der anderen Seite hier lang zu latschen. Ne? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Sieht aber gut aus, ne? Ja. Na dann. Die Zahlen hier. Ja. Wahrscheinlich ist das gar nicht auf dieses kleine. Dass man wirklich die Pillendosen zählen muss oder so. Ich habe am Anfang ja auch die Bilder herangezählt. Du meine Güte. Ja, weiß man's. Es ist schon lange uns nichts mehr entgegengekommen, oder? Warum sagst du das? I don't know. Was denn? Fällt es dir nicht auf, wenn du reinguckst in den Raum? Ach, da liegen Leute. Okay. Leute? Da liegen Leichen, wolltest du sagen, ja? Du weißt nicht, die schlafen nur. Echio. Mit offenen Augen und Laken drüber. Tja. Ich zieh mir auch manchmal die Decke über den Kopf und schlaf da drunter. Entschuldigung. Ich möchte nicht in diesen Raum. Irgendwann ist auf meiner Seite auch einer auf. Sieht normal aus. Okay, ich dachte gerade, ich hätte was gehört. In welchen müssen wir? Den da, oder? Da will ich. Und dann ist es 116. Oh, meinst du, jetzt passiert wieder was? Oh, ich höre was. Not again. Oh Gott. Gott. Oh Gott. No. Oh Gott, dann wird die verfolgen und. Oh. Oh Gott. Kann man die wegboxen? Nein! Er naht mich. Na, stehe ich nicht wieder auf, doch.
Diesmal laufe ich nach rechts. Was müssen wir machen? Ich laufe jetzt nach rechts rum. Ich folge dir. Oh Gott. Oh. Alter! Da ist eine Tür auf! Oh nein! Und die ist auf deiner Seite. Toll! Meine ist zu. Wie? Okay. Gott! Oh nee! Oh nee! Oh Gott, mein Nee! Wieso ist unser Bro jetzt in der Leichenhalle? Das ist ein Smiley. Feueralarm. Press hier. Jetzt weiß ich, was er für Probleme hat. Ich glaube, der hat eine Kugel irgendwo hängen hier. Ja, ich glaube auch. Das tut mir leid. Aber das erklärt nicht, warum du in der Leichenhalle sitzen musst. Das muss doch jetzt eigentlich hier so Nullpunkt sein, dass es so auszusehen hat, ne? Oh Gott, ob wir uns merken müssen, wie viele Dinger hier auf sind? Ich hoffe nicht. Achso, Mund-zu-Mund-Beatmung. Höre ich Musik? Nee, ich hab Hallos, okay. Mach deinen fertig, oder? Oh ja. Sexy sind sie ja, ne? Müsste ich nackt sehen, von vorne sehen. Oh, oh Gott! Oh nein! Nein! Hallauschi! Oh Gott! Ich kann zuschauen. Bist du tot? Ich weiß nicht, ich kann zuschauen. Wo drin? Oh Gott! Ich sehe, kann dir jetzt zuschauen. Oh Gott, dann bist du tot. Bevor du den Knopf drückst. Bevor du den Knopf drückst, ich werde einmal meine Aufnahme kurz beenden. Warte kurz. Hast du? Okay, du kannst wieder drücken. Oh Gott. Hey. Oh. Oh, Gott sei Dank. Na? Du bist gerade aus meinem Kopf gesprungen, du. Alter. Ich wollte doch nur gucken, wie die aussehen. Alles für YouTube. Alles für YouTube. Also auf deinen Raum habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Nee. Oh. Nee. Alles für YouTube. Geh mal aus dem Raum raus. Alles für YouTube. Das ist ein schwarzer Mann. Der sieht böse aus. Ich komme wieder. Rückzug! Ah. Oh Gott, oh Gott, ey. Mein armer Hals. Im Schnitt werde ich wieder zu viel kriegen und überlegen, wie viele einzelne Aufnahmen habe ich daraus gemacht. Es wurde gerade dunkel. Oh, es wurde dunkel. Ja, oh, ja, oh Gott. Ja. Lauf einfach. Oh Gott. Wenn ich drin bin, drück den Knopf. Wieder, da ist hinter dir. Wir haben einen mitgenommen. Oh Gott. Haben wir? Du bist gerade rückwärts in einen reingelaufen.
Okay, ist ein ganz toller Raum. Ganz toll. Ja, ich bin auch furchtbar begeistert. Das Gefühl, irgendwas fehlt hier. Aber es waren schon immer drei offen und eine halb, ja? Weiß ich nicht. Okay, sieht okay aus, oder? Warte mal. Nein. Hier ist ein QR-Code. Der QR-Code. Warte, aus meinem Telefon. Ich bin versucht. Ich bin gerade auch echt überlegt, ne? Der wird immer dunkler. Ich bin nicht so schnell. Ich bin schon aus dem Raum raus. In App raussuchen. Ich weiß auch nicht mal, wo die ist oder wie sie heißt. QR-Code-Scanner, das macht Sinn, ne? Ja. Man kommt zu einem YouTube-Link. Das ist gruselig. Warte. Can you hear me? Chapter Imake. Was hat er gesagt? Ich hab keine Ahnung. Huch, es geht hier die Alexa mit dem los. Warte, ich mach noch mal laut und hänge mich an alle Mikrofone. Can you hear me? I'm Chapter Imake. Hey, can you hear me? Und dann den Rest verstehe ich. Ja. Kann ich auf Übersetzen klicken? Oh ja. Nee. Okay. Okay, ich lasse es erstmal nochmal offen hier. So, Mikrofon wieder runter. Aber vielleicht hat er uns da gesagt, wo wir hingehen müssen. War hier vorher auch schon so eine Waage? Eine Waage war da auf jeden Fall. Okay. Was, gib mir mal den Link, vielleicht verstehe ich ihn dann. Okay, warte. Aber komm vielleicht erstmal in den Aufzug zurück. Ja, warte, ich kann nicht alles auf einmal hier. Ist gut. Willst du auf Handy oder Discord? Gib mir auf Discord. Okay, ist da. Übersetzt du das jetzt? Ich hab's versucht, aber... I'm chapter you my game? Okay, drücken wir einfach. Ja. Okay, ich drücke. Ich glaube, hier ist nichts. Ich habe gerade gar nicht geguckt, sind wir weitergesprungen oder? Nee, ich glaube, wir sind noch im selben, oder? Müsste noch der QR-Code noch da sein? Nee, der ist nicht da. Also ich habe, glaube ich, nicht auf den Knopf gedrückt. Hast du auf den Knopf gedrückt? Ja. Ich weiß nur nicht, ob wir auf die richtige Seite Aufzug gelaufen sind. Also hier ist nix. Okay, dann fahren wir. Aber wir sind nicht zurückgesprungen, ne? Hatte ich etwas gehört. Ich auch. So ein, wie so ein so Messer, die Tschüss. Nein! Oh Gott! Flauschi! Die Decke ist voller Kreissägen und sie kommt auf mich runter. Ich gehe da nicht so nah ran. Ich sehe es von weitem.
Wo bist du denn? Die Tür ist wieder auf, ne? Ja, ich bin auch tot. Also. Ich wurde zersägt. Ja, dann geh ich mal wieder, ne? Okay. Hallo. Gehst du da auch rein? Oh Gott, ey. Was auf dem Boden war das auch schon? Achso, okay. Ich will den Raum nicht noch mal betreten. Ich hab was gehört, ich auch. Gut. Ja. Ich glaube, es ist nichts, oder? Müsste hier draußen nicht eigentlich auch noch mal was sein? Oder konzentrieren die sich jetzt wirklich auf die extra Räume? I don't know. What? Was? Was? Ich dachte gerade ganz kurz, vielleicht wäre der Wasserspender falsch, aber... Nee. Bleib mal ganz kurz hier so stehen, ja? Ich habe deren Discord nämlich gefunden und jetzt frage ich einmal, was der... Als ob das hier wieder okay ist. Da ist ein Smiley. Oh. Schnell weg. Da ist ein traurig guckender Smiley auf der Rückseite. Na? No. Ich bring dich in den Fahrstuhl. Das ist, zu freundlich. Gut, danke schön. Können wir jetzt weiter. Also ich hoffe, dass der Smiley vorher nicht da war. Nee, war wohl nicht. Ich geh schon mal. Ich komm ja mit. Ach so. Ich habe meine Frage gestellt und hoffe, dass wir noch eine Antwort kriegen, während wir aufnehmen. Hm. Wie spät ist es denn in China? Weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall grün, der Besitzer vom... Ach du Scheiße. Was denn? Dreh dich mal um und guck ihn an. Wen? Für YouTube? Für YouTube. So nenne ich die Folge. Hallo. Kann ich dich auch hauen? Oh. Wieso bist du gerade in Einzelteile zerrissen worden? Ich weiß es nicht. Geh schon mal vor. Okay. Die frage auch nicht weiter. Ich lass dich da jetzt einfach liegen und geh. Aber ich weiß schon, wie ich diese Folge nennen werde. Für YouTube. Genau. Für YouTube. Alles für YouTube. Dum, 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 dum. Oh. Oh no. Oh, jetzt weiß ich, was mit dem orangenen Licht gemeint ist. Da war jetzt... Das habe ich eins gesehen. Eins gesehen. Oh Gott. Kann schon nicht mehr sprechen. Jetzt kapiere ich das. Hä? Der, wo wir herkamen, hier oben, siehst du diese Leiste? Ja. Die ist mir vorhin nie aufgefallen.